Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zu Anfang möchte ich sagen, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diesen Spawn hier. Und vielleicht erkennt der ein oder andere jetzt schon was. Wir sind auf dem Enderclan Community Server. Ja. Der Server ist immer noch in der Beta-Phase. Und ja. Warum ist das hier? Zack. Einmal durch die Pisttür. Hört man eigentlich was? Ich glaube, ein bisschen was hört man. Ja, aber einmal durch die selbstöffnende Tür. Und da sind wir in der schönen Welt des Enderclan Community Servers. Welche immer noch so schön, leider nicht mehr so belebt wie damals ist. Was heißt wie damals? Also ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Hier seht ihr es. Ich sehe es jetzt aktuell nicht. Das ist ja eine Einblendung, die ich jetzt im Schnitt mache. Aber ja. Und zwar, wie ihr auch schon im Titel gelesen habt, wollen wir uns heute die Bauwerke angucken, die die Spieler in Anführungszeichen damals gebaut haben. Und zwar das erste Bauwerk. Es ist der Shop von Adam. Mit geilen Angeboten und Gucci, aha. Hier die Vorteilskarten, die ich ihm damals gemacht habe. Achso, das sind Amethystblöcke, ups. Die habe ich ihm damals renamed. Hier sein Enchanting Room. Und halt der Shop. Das im Bau. Bauwerk. Das seht ihr vielleicht auch mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber egal. Ja, Adams Shop. Wieso sind die Kupferblöcke gealtert? Oh nö! Das haben wir gleich. Und zwar, wenn wir uns ein hier so einen Kupferblock nehmen, dann sollte der ja nicht altern. Sehr gut. Cooldown? Nee, kein Cooldown. Weil auf diesem Server gibt es keinen Cooldown, obwohl wir hier in der 1.17.1 spielen. Der Server wird auch bald geupdatet. Aber es gibt und wird auch keinen Cooldown geben. Weil Cooldown in Minecraft ist für mich doof. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber draußen ist es einfach nur mega windig. Ich glaube aber, dass ihr das nicht hört. Solltet ihr, glaube ich, nicht. So gut, wie das Mikro hier platziert ist. Shop! Aus Gold- und Eisenblöcken. Was ist das hier? Axelote. 31.8. Achter! Oh mein Gott. Das ist schon etwas länger her. Hier, das ist das Haus von EFXGG-04, auch bekannt unter dem Namen Effe. Ja, hier mit Klingel. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt hört. Ich guck mal. Hallo, kann ich dich bitte läuten? Hat man sie gehört? Nein, man hört sie nicht. Okay. Weil ich höre sie auch nicht, aber ihr müsstet sie eigentlich hören. Da gehen wir mal rein, hier schön mit Druckplatten zum Schließen. Ein Pillager-Banner. Ja, Pillager-Banner. Das könnte ich auch gleich mal umbenennen. Schreibt man Pillager so? Ich glaube. Pillager-Banner. Schenke ich ihm. Ja, dann hier ein Lager.
Öfen, ein Kessel, finde ich schön. Die Kerzen hier sind gar nicht an. Natürlich erstmal für schreiben. Wir brauchen einen Flint and Steel. Ich jetzt das Haus anzünden. Das wäre schlecht, aber jetzt haben wir hier auch Kerzen. Sehr schön. Hier geht's runter, das schließe ich mal besser. Und wir gehen zum nächsten Bauwerk. Was haben wir denn hier? Shop von EFXDG-04. Sogar hier mit einem Leuchttintenbeutel hervorgehoben. Hier nochmal Shop von EFXDG-04. Jetzt neu! Neue Ressourcen. 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 Ich glaube, er wollte Ressourcen schreiben. Sehr günstig und vieles mehr. Aha. Warnung, dieses Geschäft ist Gucci. Es ist sehr teuer. Achte das darauf, dass du Nomen groß schreibst, Mr. Effe. Das schreibe ich eben mal hier hin. Nomen groß schreiben. Oh, hier sind schön die Kerzen. Das finde ich ja schön. Man sitzt hier ziemlich hoch. Außerdem steckt mein Kopf in dieser Truhe. Das tut weh. Aua. Also ein bisschen zu wenig Platz. Aber generell mit den Laternen. Die Decke könnte eins tiefer. Aber ja. Mache ich jetzt eigentlich gerade eher bewerten anstatt anschauen? Ich glaube ja. Aber egal. Leute, ich schneide hier mal kurz. So, bin wieder da. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das hier ist der Shop von unserem gelben Oktopus. Offen. Very interesting. Und hier, die Shopkisten hat er noch mit seinem alten Account gemacht. Ich hoffe, er kann darauf überhaupt noch zugreifen. Sonst wäre das echt blöd. Dann gebe ich ihm einfach die Items, die hier drin waren. Ja, hier ist ein Zwischenraum aus Glas. Ich schenke ihm mal hier einen Boden. Schöner Boden. Obwohl, wenn er da drin Oak Planks hat, dann gebe ich die ihm auch hier. Sehr gut. Axt, Axt, Axt. Ja, ein kleiner Zwischenraum. Aber der ist nicht ausgeleuchtet. Das ist nicht so gut. Eren, ich hoffe, du erlaubst mir das, dass ich hier ein bisschen was verschönere. Wenn nicht, dann baue ich es auch direkt wieder ab. Also, Leute, denkt jetzt nicht, das bleibt so. Wenn er auf den Server kommt und sagt, das ist blöd, dann baue ich das natürlich direkt wieder ab. Keine Frage. Hier ein paar Kerzen drauf. Hallo. Ah. Und zünden sie an. Warum ist diese Tür offen und warum ist hier ein Stuhl? Dann würde ich sagen, brauchen wir eine Druckplatte und einen Zaun. Hoffentlich fackle ich jetzt hier nicht Erens Haus ab. Also Eren, falls du das hier siehst und das nicht willst, dann sag mir Bescheid. Dann baue ich alles wieder normal.
So, damit ihr auch hier mal wieder was seht. Sehr schön. Dann haben wir den Eingang ein bisschen weiter weggesetzt. Dann können wir nämlich hier... Oh, ich habe Caps Lock an. Das sollte eigentlich nicht sein. Zack. Dann hat er hier eine kleine Sitzecke. Hier kann man, glaube ich, nichts draufstellen, oder? Nee. Okay, sehr schön. Was braucht er noch? Was haben wir denn noch unter Deko? Plattenspieler. Welche Platte ist gut? Ich glaube, entweder Blocks. Mall könnte auch noch was sein. Jetzt aktiviere ich einmal meine Sounds. Einen Moment. So. Nee, das finde ich nicht gut. Nee, am besten war die erste. Was haben wir denn noch? Teppich! Das ist doch schön. Hier, dann ist auch der Plattenspieler hier drunter verdeckt. Ich habe eine Idee, Leute. Ich schneide das, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. So, ich habe jetzt ganz schnell noch hier etwas gebaut. Und zwar, wenn wir uns jetzt die Schallplatte nehmen und sagen... ich möchte gerne Musik hören. Dann laufen wir auf die Druckplatte, legen die Schallplatte ein, gehen runter und können mit unserem Freund reden. Und wenn wir sagen, wir möchten keine Musik mehr hören oder wir möchten die Musik ändern, dann droppen wir die Schallplatte raus, gehen wieder runter, legen sie hier rein und das war's. Ganz einfach ganz einfacher Redstone-Mechanismus. Und schon haben wir es geschafft. Ja, hier sieht man jetzt noch den Redstone und das, was ich alles benutzt habe. Und von hier hinten sieht man einfach gar nichts. Ziemlich cool. Ja, dann ist hier hinten noch ein Bauwerk, habe ich gesehen eben. Und zwar ist hier kein Schild dran, wem das auch immer gehört. Auf jeden Fall ist guter Kram in den Kisten. Huch, jetzt habe ich mich aufs Dach gesetzt. Okay, interessant. Vielleicht gehört das Eren. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, hier ist Cobblestone. Vielleicht ist da mal Lava runtergeflossen. Jemand hat Wasser drauf gekippt. Hier geht's hoch. Und zwar ist es das Haus von Adam. Ach, hier wohnt der also, der kleine Adam. ZBZ. Was soll ich jetzt gerade sagen? I don't know. Hier auch wieder mit ganz vielen Chests. Und sogar einer Farm. Die ist aber schlecht ausgeleuchtet, Adam. Also, wenn ihr mir nicht wollt, dass ich hier was ändere, dann sagt bei mir Bescheid. Was benutze ich denn zum Ausleuchten? Pilz.
Heilslichter. Oh, das sieht mit dem Shader so cool aus. Jetzt hat die Farm auch Licht und die Sachen können wachsen. Sieht doch gleich besser aus. Dann wachsen hier alle Sachen und sehr schön. Jetzt haben wir hier auch wieder Wasser. Und die Farm sollte von Adam wieder gehen. Ein Bett, okay. Und hier sogar mit Netherportal. Cool. Und einen guten Ausblick hat man auf sehr viel, was da unten chillt. Dann habe ich gesehen, dass hier noch ein Haus ist. Anscheinend kommt man über diese Höhle hier rein. Und hier hängt kein Schild, wem das gehört. Okay. Aber es ist ein kleines, süßes Haus auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz in den Game Mode 3. Hier eine Blume mit dem Topf, finde ich sehr schön, eine Laterne und ein Bett. Sehr simples, aber dennoch sehr, sehr, wie nennt man das? Heimeliges Haus. Finde ich super. Ja Leute, damit haben wir uns, oh nee, da oben ist noch was. Jetzt wollte ich abmoderieren und da sehe ich doch, dass hier oben noch eine Base ist. Ah, Weichmann. Das hier ist anscheinend der Shop von Weichmann. Interessant. Schöner Ort für den Shop, auf jeden Fall. Ja, aber das war es dann wirklich von diesem Video. Wir schauen uns Gebäude auf dem Enderclan-Server an. Wenn ihr mal wieder darauf spielen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder joint den Discord-Server von Muharrem. Link ist in der Beschreibung. Und ja, das war's bei Anton TV und ciao.